wenn man schön ist. Die sind alle hinter mir her. Junge, hab ich mich auf Ruhpolding gefreut. Kinder, hier laufen ja Männer rum. Ich hab das Gefühl, ich krieg noch was zu tun. Ich hab den Frühling in den Hüften, den ganzen Sommer. Meinst du, es tut sich was? Ich weiß nicht, woran es liegt. Gnädiges Weib, machst du eine Aufnahme von mir? Hier hast du Profil, komm her. Haben sie schon alles drauf? Junge, Junge, da müssen sie aber einen breiten Film haben. Ich bin heute so nervös. Der Guss ist auch hinter mir her. Wir wohnen in einem Hotel. Ich habe heute Nachmittag gebadet. Der ist lecker im Wasser. Ich habe immer die Seife gesucht. Ich habe alles gefunden, nur die Seife nicht. Jetzt hat er Angst, ich beschreibe mehr. Bus, ich spreche nie über Kleinigkeiten. Aber ich sag mir immer bei dem Bus, lieber einen kleinen Fleißigen wie einen großen Faulen. Als er so mitten in der Wanne saß, habe ich Friel reingetan. Das entspannt. Also, pass auf. Er hat ja schon drei Kinder. Ich habe seine Frau gefragt, bei wem sie arbeiten lässt. Der ist noch nie zu Hause. Aber es ist egal, ich habe ja auch ein paar Kinder. Wenn man so reist, läppert sich das zusammen. Guck mal her. Ja, du lachst, du hast die Haare schon weg. Ne? Ach, Kleiner, sei nicht böse. Die hast du nicht umsonst verloren. Ne? Wenn es danach ging, hätte ich auch eine Glatze. Ich finde, das Leben ist so herrlich. Und hier in Ruhpolding, was laufen hier für elegante Leute rum? Guck mal, die Kleinen lachen auch schon. Könnt ihr das alles verstehen? Der Jahrgang, der noch vor dem Bett steht und zittert. Ach, wir haben ja alle mal klein angefangen. Ich hatte auch mal weniger Busen. Aber Busen ist wieder modern. Ja, ist wahr. Oh, es gibt ja jetzt Frauen, die Lolo, was hat die für Sachen, was? Nee, Frau, Sie haben sich ja vergessen anzuziehen. Da fragt der Bittner eben, ob jemand da ist ohne. Da ist sie ja. Nee, Frau, das bisschen konnten Sie auch noch freilassen. Ist was Herrliches, ein schöner Busen. Ich habe eine Freundin, die hat einen Busen und jetzt kann sie ihn gebrauchen. Die hat Zwillinge. Ich war vorige Woche da, da legt die Burschen an, da sagt einer zum anderen, jetzt aber Ex. Nee, es ist ja... Ich meine, ich heirate ja nie. Ich finde das langweilig. Jeden Morgen, wenn du wach wirst, liegt derselbe daneben. Ich komme ja überall rum. Ich finde nur, Männer sind wie große Jungen. Habe ich nicht recht, gnädiges Weib? Sind Sie mal ehrlich. Sagen Sie mal, Sie lachen nur, wenn er lacht. Ist das Ihr fester Herr? Oder wohnt ihr nur zusammen? Ich liebe Graumeliert. Hallo. Bin ich Ihr Typ? Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie für den Jahrgang sind.
Frau Meliert sieht aus wie der englische Schriftsteller. Wie heißt das? So ein Pferdenamen. Wallach, Wallach, Wallach. Ja, ist wahr, ich bin auch noch nicht lange alt. Mich ärgert nur eins, im Gesicht kriegst du die Falten und am Arsch hast du Platz genug. Ne? Gesagt, sag es. Gut, kannst du mal sehen, die lieben dich alle hier. Ja, es ist ja auch wahr, habe ich nicht. Er weint, wenn er lacht. Kannst du das Wasser nicht halten? Nein, es ist schon schön, wenn man fröhlich ist. Lachen Sie, zeigen Sie die Zähne, wenn Sie auch nicht bezahlt sind, ist egal. Nett zueinander sein und gerade München, ich möchte hier bleiben. Ich habe schon eine Stelle gehabt, aber die Frau hatte keinen Humor. Die kam von der Reise zurück. Ich lag nur in dem Bett ihres Mannes und da schrie die mich an, das ist doch humorlos. Was tun Sie in dem Bett meines Mannes? Sag ich ruhig, ich bin tot. Was heißt das, sag ich, der Herr hat mich zu sich genommen. Er war so nett zu mir, er sagte immer, mein Englein. Aber die Alte hat mir das Fliegen beigebracht, das heißt. Einmal sagte er zu mir, Claire, ich möchte dir eine Freude machen. Liebst du Chanel? Sag ich, nein, ich habe es gerne langsam. Ich heirate auch nie. Ich finde das langweilig. Jeden Morgen, wenn du wach wirst, liegt derselbe daneben. Ich habe es so ganz gut, ich habe Chancen genug. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich verheiratet wäre, ich würde euch Männers heimzahlen. Ich habe eine Freundin, die hat sich jetzt gerecht an ihren Mann. Der geht jeden Sonntag auf den Fußballplatz und sie hat sich einen jungen Freund angeschaut. Immer wenn der weg war, kam der Junge. Und eines Sonntags steht er gerade in kurzen Unterhosen, da geht die Türe, sagt sie, mein Mann, schiebt den Jungen hinter den Fernsehapparat. Der Alte kommt rein und sagt, Anna, mach schnell einen schönen Kaffee, das Spiel wird übertragen. Die sehen das Spiel beginnt. Oh, sieh mal da, guck mal, Anna, der Uwe Seeler. Nein, wie der, ja, Tor! Im selben Moment saust der hinter dem Fernsehapparat weg. Da sagt er, du Anna, hast du gesehen, dass da einer vom Platz gewiesen wurde? Das ist herrlich. Und ich muss sagen, Fußballspiel ist was Wunderbares. Überhaupt Sport ist was Schönes. Ich habe mal einen Boxkampf erlebt, der war unwahrscheinlich. Da ging der jedes Mal in seine Ecke rein und war voll Blut. Der Sekutant sagte, mein Junge, wunderbar, der hat dich nicht einmal getroffen. Der saust wieder blutverschmiert raus, kriegt wieder was vor die Schnauze, kommt wieder in die Ecke, sagt er, der hat dich nicht einmal getroffen. Das passiert fünfmal, da sagt er, du, dann achte mal bitte auf den Schiedsrichter. Einer haut mich immer in die Schnauze. Ich habe überhaupt jetzt so viel Glück gehabt. Ich habe im Toto gewonnen. 5.000 Mark. Dankeschön. Ich habe sie gar nicht angenommen. Ich habe gesagt, gebt mir lieber den Mittelstürmer. Habe ich nicht recht? Ist das Ihr fester Herr? Netter Junge. Ich wäre ja an Ihrer Stelle mit einem Mann ausgegangen. Aber wir haben alle mal klein angefangen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so überlege, wie die Männer manchmal solche Sachen lieben wie mich. Also hier unser Kapellmeister zum Beispiel, das ist ein so wilder Bursche, er ist nicht sehr groß. Ich hab so gern, wenn er Männchen macht, er macht immer so, wenn er dirigiert. Kleines Männchen, wie mein Hund.
Nur mein Hund macht mit dem Perpendikel so. Das kann der nicht. Also, pass auf. Sie lacht immer und hält die Hand vorm Mund. Gnädige Frau, lach doch richtig. Haha. Oder hast du geschlossen wegen Renovierung? Wenn man die Jungen zieht, hier die ganze Kapelle, guck, da laufen sie schon rum. Da haben wir einen dabei, da ist er, da der Dicke. Der hat solche Beule am Kopf. Ich sag, Karl-Heinz Otto, wie kommst du an diese Beule? Sagt er, Kläre, ich habe meiner Wirtin von dir einen Witz erzählt, sind wir beide vor Lachen aus dem Bett gefallen. Ich hab, hier ist der Kapellmeister, hier. Ist das nicht ein netter Bursche, sind Sie mal ehrlich. Ach, die Goldzähne alleine. Der hat Christbaumschmuck gefressen. Aber er ist so nett, er sagt immer zu mir, Kläre, du hast eine große Schnauze, aber viel Herz. Die gucken alle nach meiner Architektur. Die hat Angst gehabt, ich sage es normal. Nein, nee, Frau, so bin ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Männer. Ich bin für Männer. Ich finde es herrlich. Wenn man guckt, wie der da liegt, das ist ein Mann, du. Setz dich mal richtig, tu die Hand aus der Tasche. So Kleinigkeiten werden hier nicht geklaut. Nein, ist wirklich wahr. Meine Damen, überlegen Sie mal, Männer sind große Kinder. Sperren Sie mal einen Mann in ein leeres Zimmer mit einer schönen Frau und einer Kinderspieleisenbahn. Ich garantiere Ihnen, er spielt mit der Eisenbahn. Ja, ich habe zwei Freunde, treffen sich im Himmel, gibt doch die süße Geschichte, was für große Kinder die Männer sein können. Jung, sagt der eine zum anderen, wieso bist du tot? Was ist passiert? Ja, sagt er, stell dir vor, man hatte mir erzählt, meine Frau betrügt mich, bin ich nach Hause, die Möbel aus dem Fenster, Fernseher aus dem Fenster, Eisschrank aus dem Fenster, rein ins Schlafzimmer. Da war gar kein Mann, da habe ich einen Herzschlag bekommen. Sagt er, und woran bist du denn gestorben? Ja, sagt er, ich war in dem Eisschrank. Guck mal, wie niedlich, sie erklärt ihm alles. Ist der so dusselig? Dann schicken mir. Ich hab heute meinen wilden Tag. Meine Hormondrüse applaudiert, wenn ich den sehe. Nein, aber es ist wirklich wahr. Und manchmal sind die Männer eigenartig. Sehen Sie mal, es gibt sogar fröhliche Männer. Meine Damen, ich habe eine Freundin, die hat einen Mann, der lacht den ganzen Tag. Stellen Sie sich das vor. Lacht immer. Und eines Nachts wird ihm beinahe vergangen. Sie liegen im Bett, kommt ein Einbrecher, greift sich den Alten, stellt ihn mitten ins Zimmer, malt um ihn rum einen weißen Kreis, sagt er, bleiben Sie drin. Weh, wenn Sie rausgehen, dann schieße ich Sie. Sucht Schmuck, Geld, küsst Mutti und ist weg. Der lacht. Der lacht wie immer in dem Kreis. Sagt sie, du Idiot, Geld weg, Schmuck weg, der hat mich geküsst und du lachst schon wieder. Er sagte, als der dich küsste, bin ich zweimal aus dem Kreis, hat er nicht mehr. Darum sage ich mir immer, man soll euch gut behandeln. Meine Damen, sind Sie nett zu Ihren Männern. Ich habe eine Freundin, die ärgert sich, dass ihr Mann dauernd besoffen nach Hause kommt. Sagt sie mir, Claire, was soll ich tun? Der kennt mich nicht, wenn er besoffen ist. Wenn man sie sieht, kann man es verstehen, aber ich habe ihr geraten. Sag, sei netter zu ihm, sei so nett wie in früheren Zeiten. Du wirst sehen, er ist lieb zu dir. Der kommt wieder mit dem ondulierten Gang an. Sie geht auf ihn zu. Hasiöhrchen, Goldversöhnchen, mein Bestes der Welt. Ich mache dir jetzt einen starken Kaffee und dann gehen wir ins Bettchen. Guckt er die ganz besoffen entgeistert an, sagt, das ist aber eine herrliche Idee, einen starken Kaffee und dann ins Bett, meine Alte meckert sowieso. Darum sage
ich mir lassen, Sie, wie Sie sind. Jetzt im Sommer Ferien machen. Ich war jetzt an der Ostsee. Es war unwahrscheinlich, wie die Männer im Sand. Ihr seht ja dusselig aus, wenn ihr ausgezogen seid. Da lagen Sachen rum. Ich war an dem Nacktstrand mal gucken. Junge, Junge, da kam jeden Tag ein nackter Eisverkäufer. Hab ich noch nie gesehen. Der hatte nur den Kasten und rief immer, Eis, Eis. Da sagen Sie mal, haben Sie eine dicke Backe? Sagt er, nee, da ist mein Wechselgeld drin. Es war so nett, ich hab dem das ganze Eis abgekauft. Ich wollte mal sehen, wie der ohne den Kasten aussah. Es war keine Reklame für Langnese, aber ich hab mir gesagt... Er ist von auswärts, er lacht später. Guck mal hier. Nein, aber ich habe mir gesagt, du musst jetzt von der Ostsee rüber nach Ruhpolding. Und hier ist es herrlich. Kinder, ich bleib hier. Ich habe schon in der Zeitung geguckt, suchte ein Herr, eine gesprächige Dame. Denkt, Schnauze, hast du gesehen. Kind kommt, sagt er, was können Sie? Ich sag, kochen, putzen, lieb sein, wenn Sie einen kleinen Dornkatz haben. Sagt er, wie viel Lohn wollen Sie? Ich sage, 50 Mark die Woche. Sagt er, zahle ich mit Vergnügen. Ich sage, nee, mit Vergnügen zahlst du 70. Ich finde nur, meine Damen, wir hatten es früher leichter. Früher, als wir noch im Paradies waren, da nahm die Eva nur einen Apfel in der Hand und der Adam sauste nach. Heute können wir Frauen einen Zentneräpfel nehmen, fällt kein Arzt drauf rein, ne? Ich habe schon mit allen Obstsorten versucht. Jetzt habe ich Konserven genommen. Ist auch langweilig, bis man die Büchse auf hat, schläft der. Ne? Guck mal hier, die Kapelle hier. Ja, hurra, ich fange nie wieder was mit Musiker an. Die Kapelle noch, aber dann ist Schluss, also auch. Den kriege ich auch noch dünner. Gestern Abend ist er mit mir ausgegangen, hat er 50 Mark ausgegeben. Er hätte mehr ausgegeben, aber ich hatte nicht mehr. Da, sie lacht aber über alles hier und trägt noch weiß. Die Unschuld muss die Bluse färben. Also pass auf. Aber ich sag mir immer, wenn ich schon so eine große Schnauze habe, aber zeitweise bin ich sogar normal. So gehe ich lustig durch die Welt. Ich nehme alles, wie es eben ist. Ich mache mir keine Sorgen mehr, ob mich das Schicksal mal vergisst. Ich pfeife auf den ganzen Zimt, freue mich noch und noch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, die Asche bleibt mir doch. Ein Mensch, der sich niemals zu viel Gedanken macht. Das ist die Claire, wie sie weint und lacht. Das kümmert mich die große Welt, wenn mich die Kleine hier nur gut versteht. Wenn jeder, der heute zu uns kam, mit Frohmut nach Hause geht. Ich rede zwar in meiner Muttersprache gar nicht zart. Seid nicht böse drum, denn ihr wisst, es ist so meine Art. Ein Mensch, der andere gar zu gerne lachen macht. Das ist die Claire, wie sie weint und lacht.